Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolta, aka Wolta Wild. Neben mir ist der liebe Thomas Schurian und er hat mich eingeladen auf einen Hirsch. Einen alten, großen, reifen Hirsch. Ja. Und den versuchen wir uns heute zu holen. Schauen wir mal. Wir haben jetzt 4 Uhr früh, fahren jetzt ins Revier. Ist natürlich jetzt nicht so einfach, damit es anfangen der brummt. Gucken wir mal, was so geht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Mein erstes Rotwild wäre das damit heute. Mal gucken, ob wir diese Liste schließen können. Wir sind schon am Ende der Brunft. In den Bergen. Echt, ja? Ja, in den Bergen ist alles ein bisschen früher. Aber der Mond steht gut, das Wetter passt perfekt. Sternenklarer Himmel. Ab geht's! So, Freunde, wir sind jetzt angekommen im Revier. Alles ist fertig gemacht. Die Waffe ist noch nicht geladen, die lade ich erst am Berghang. Die Waffe, die ich heute führe, ist der Jagdkönig. Thomas, persönlicher Jagdkönig. Den darf ich heute jagdlich führen. Den haben wir gestern Probe geschossen, lief alles super. Freue ich mich drauf gleich. Alles fest, alles sicher. Kugel ist noch nicht drin. Deswegen können wir damit noch ein bisschen Spirenzchen machen. Wir müssen jetzt in diesen Berg hoch. In diesem Bergtal steht der Hirsch. Wir haben ihn zweimal gehört. Irgendwo hier drin steht er, das heißt für uns gut zu Fuß, wir müssen pirschen, aber alles mit der Ruhe. Ja, ich bin sehr gespannt, weil erster Hirsch, aufgeregt bin ich auf jeden Fall. Der Puls, der hochkommt, dann das Adrenalin, Weidmanns Heil und Horido, dass alles gut geht. Wir gehen mal los jetzt, sehen uns gleich wieder. Wir sind noch ein Stückchen weit weg von dem Ort, wo der Hirsch gesichtet wurde. Also müssen wir auf jeden Fall jetzt noch ein halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen. Denke etwas länger, ja. Laufen. Deswegen müssen wir uns jetzt noch keine Platte machen, ob wir hier irgendwas verschrecken. Wir haben noch eine ordentliche Strecke. Brombeeren liebe ich. Jetzt gerade einen Hirsch gesichtet. Das war aber leider der falsche. Der ist noch zu jung. Auch mega Kapital, gar keine Frage. Aber der ist einfach noch zu jung. Das ist nicht unserer. Schade, hätte ja klappen können. Aber der erste wird auch nicht geschossen. Thank you.
gesichtet, haben ihn jetzt umlaufen und er müsste hinter dieser Bergkuppel, müsste er jetzt gleich kommen. Ich mache mir jetzt schussbereit. Und jetzt heißt es warten. Wenn wir jetzt ganz, ganz viel Glück haben, passiert wirklich das, was wir gedacht haben. Wir haben ihn auf der anderen Seite gesichtet, haben ihn jetzt oben umlaufen, haben uns jetzt hier positioniert. Und rein theoretisch, wenn jetzt alles gut geht, kommt er jetzt gleich über diesen Hang rüber. Kugelfang habe ich überall gegeben. Also eigentlich der perfekte Moment, oder? Wir wollen es nicht verschreien. Es kommt nie so, wie man glaubt. Wir sind ihn zuerst angegangen. Wir hätten ihn auf super Schussdistanz gehabt. Der Wind falsch. Wir müssen umschlagen. Jetzt stehen wir auf der anderen Seite. Die Tiere sind vorbeigezogen schon. Der Hirsch muss kommen. Aber naja, warten wir mal. Ja, yeah. Sauberer Schuss, alles bestens. Boah, besser hätte es nicht sein können. Geil. Zeig mal die Hand. Ja, mir geht's schlimmer. Und nun zum Verständnis, wir freuen uns hier nicht, weil wir jetzt irgendwas getötet haben. Ja, für die da draußen, oh, ihr freut euch, weil wir was getötet haben. Nein, wir freuen uns darüber, dass wir das leidlos, schmerzlos erlegen konnten. Und dass alles so gut gelaufen ist und dass einfach ich jetzt wahrscheinlich die nächsten 2 Jahre Hirschfleisch essen kann. Vielen, vielen Dank. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Der Plan ist perfekt aufgegangen. Man sieht am Atem, der Wind geht hinter, der Hirsch liegt. Perfekt, Kevin. Weltklasse Schuss. Der Hirsch ist im Feuer nieder. Der hat den Schuss nicht mehr gehört. Ein Traum, ein Wahnsinn. Kevin, ich kann nur sagen, Weidmannsheil. Weidmannsdank. Weidmannsheil. Wir warten jetzt noch 15 Minuten. Das ist die Ehre dem Tiere. Und dann schauen wir, was wir auf der Strecke haben. Weidmannsheil der ganzen Community. Weidmannsheil, Weidmannsdank. Kevin, Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Du musst immer bedenken, in dir, was man entnimmt, da soll man dran denken, was man getan hat. Und würdig mit dem edlen Stück umzugehen und auch die Trophäe zu ehren. Und bitte hängen auf, bitte iss so viel wie du kannst von Hirsch. Du hast ihn entnommen, ist deine Verantwortung. Weidmanns Heil zu deinem ersten Hirsch, bitte entnimm. Hier den Bruch. Pass auf, er sei scharf. Weidmannsheil. Boah, das war eine Jagd. Thomas hat mir vorgestern bei der Übergabe des Messers gesagt, ich muss es taufen. Das erste Blut, was an diesem Messer klebt, muss mein eigenes sein, damit es auch mein Messer wird. Da habe ich mir jetzt den Finger aufgeschnitten und ich taufe das Messer auf den Namen Adonis.
Adonis, das wird irgendwann mal dein Messer werden. Adonis ist übrigens mein Sohn. Ja, nur damit ihr, falls ihr es nicht wisst. Noah Adonis. So, Freunde, wir baumen jetzt ab. Der Hirsch wurde mit Helfern nach unten transportiert. Vielen, vielen Dank an die Helfer. Wir gehen jetzt hinterher. Ich möchte den Hirsch selber aufbrechen. Falls ihr die Hardcore-Variante sehen möchtet, die gibt es auf Volta Wild. Das hier ist, sag ich mal, die Software-Version für die Allgemeinheit, damit ihr da nicht ins Schrein kommt. Vielen, vielen Dank, Weidmanns Heil, Horido. Und vielen Dank auch nochmal an Thomas, dass er das alles möglich gemacht hat. Und wenn euch Messer, Waffen und geiles Zeug interessiert, dann checkt gerne mal Thomas ab und Exclusive Shurian. Dort findet ihr das Ganze. Und momentan gibt es 20% Rabatt auf alle Messer, wenn ihr sagt, ihr kommt von mir. Und 10% auf alle Gutscheine, Schmiedekurse und so weiter. Und Thomas persönlich ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, auch mit seinem YouTube-Kanal. Dort seht ihr auch mal, wie ein Messer richtig geschmiedet wird. Nicht in der Schnellvariante wie bei uns zuvor, sondern richtig, richtig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Volta Wild. Oder vielmehr, das ist ja der Cam Volta Soft-Kanal. Aber das Hardcore-Video kommt auf dem Volta Wild-Kanal. Dort seht ihr dann auch das Aufbrechen, wo wir jetzt hingehen und das Messer einweihen. Viel Spaß!